Hey, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon 2.4 Edition. Ich habe ja letzten Part gesagt, dass ich die Aufnahme nicht verloren habe. Das war falsch, ich habe sie doch verloren. Ist mir egal, fehlt sie eben. Ich habe die ersten 2 Minuten, die werde ich hochladen. Man kann sich ja ungefähr denken, was ich gemacht habe, habe ich ja gesagt. Also ich habe da ein paar Trainer besiegt. Ist aber auch egal. Also es war nicht wirklich so irrelevant. Ich habe den EP-Teller abgeholt, aber dass ich das gesagt habe, sieht man ja noch in der Aufnahme. Also dass ich den EP-Teller abholen möchte. Ja. Ist jetzt halb so schlimm, da es eigentlich sowieso niemand anguckt. Deswegen kann ich damit leben. Jetzt muss ich erstmal kurz die ganzen Paralysen sowie. Habe ich eigentlich normale Tränke? Ach, aber ich werde auf jeden Fall noch Supertränke mitnehmen, damit ich nicht die ganzen Top-Tränke andauernd für. Was habe ich da bitte gerade eingesetzt? Für irgendwas Sinnloses einsetzt? Ich glaube, ich habe gerade hier einen Top-Trank eingesetzt. Ich meine natürlich Hypertrank. Dass ich den Hypertrank nicht für so 20 KP oder so einsetzen muss. Das wäre schon ziemlich unnötig. Ich glaube, ich muss hier lang. Also Beutel. Ich werde auf jeden Fall noch einen Schutz aktivieren, weil ich keine Lust habe, anderen Pokémon zu begegnen. Besiege ich kurz. Du musst da langsam mal müde werden. Ja, ich werde wirklich langsam müde. Weil, also diese eine Aufnahme, die ging echt nach hinten los. Weil die eine Aufnahme echt nach hinten los ging. Ich muss gerade irgendwie lachen, weil ich das gesagt habe. Egal. Ich war halt in dem Part irgendwie ziemlich motiviert. Deswegen. Man sieht ja die ersten 2 Minuten. Man weiß ungefähr, was ich gemacht habe. Dann gibt es halt eine 2 Minuten Folge. Ist mir auch egal. Na schau. Es ist wieder ein Level höher. Ist hier gerade Stahl? Habe ich da was dagegen? Habe ich was gegen Typ Stahl? Kampf. Ich habe Zertrümmerer. Na ja, Zertrümmerer. Mehr oder weniger. Weil es nicht wirklich gut ist. Ich habe keinen Step. Es ist schlecht. Also, naja. Aber es ist eben die Verteidigung. Das finde ich jetzt ziemlich praktisch. Also, wenn man es angreift, kann das schon was werden. Aber Pokémon Liga und mehr muss angreifen. Ist halt eher schlecht. Staffette. Okay. Okay, gegen Zubiris habe ich nichts, was sehr effektiv ist. Kann man sich aber eigentlich denken. Die Fee gibt es ja noch nicht. Aber darüber habe ich schon mal geredet. Deswegen lasse ich das jetzt. Aber jetzt, wo, wenn das schon mal so reingewechselt wird, so schön. Da kann man doch direkt mal Zertrümmerer einsetzen. Und. Okay. Und. Bam. Ja, das müsste sein. Das ist sehr effektiv. Hier oben. Ich kann wirklich nicht sagen, ob ich überhaupt richtig bin. Ach, mich greifen Pokémon an, weil meins zu schwach ist. Sorry, ich war geistig abwesend. Da hätte ich dran denken müssen. Volltreffer zum Glück. Aber es sind schon mal deutlich weniger und das ist auf jeden Fall schon mal besser. Und ich habe gehört, dass sich hier ein sehr starkes Kind herumtreibt. Bist du das? Ja. Genau das bin ich. Kecleon. Kecleon ist doch das mit diesen Typen da. Der Typenänderung. Ja. Jetzt ist Typ Pflanze.
Nö, da mache ich das gleich so. Muss man in der neuen Edition? Nee, da ist es ja ganz anders. Ich wollte gerade fragen, ob das in der neuen Edition ist, dass man nach rechts drücken muss, um zu Pokémon zu kommen. Aber man muss ja runter und dann rechts. Das ist ja wieder was anderes. Kecleon sollte damit jetzt tot sein. Rihorn. Nö, da bleib ich drin. Warum Rihorn? Was ist dann das andere, wenn er jetzt Rihorn einsetzt? Er ist ja sofort tot. Snaggereich für 36. Tentoxa. Warum? Ich verstehe den Typen nicht ganz. Ist aber dann auch wieder gegangen. Hoffentlich werde ich jetzt nicht vergiftet oder so. Ich glaube, in den Editionen war das noch so, dass das Pokémon dann gestorben ist. Funkensprung. Das ist jetzt echt scheiße. Also, ich habe schon ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich. Ich glaube, Boden ist sehr viel tief, aber ist das nicht. Ist das schon Boden? Es ist schon Bodendrache. Naja, es bringt jetzt eher weniger, mich von Tentoxa töten zu. Bringt mir jetzt eher weniger, was mich von Tentoxa töten zu lassen. Vor allem, da ich keine Beleber mit habe. Kaskade. Ich mach mal Hydropumpe. Ich hoffe, dass es ausreicht. Ja, es reicht tatsächlich aus. Durch den Regen bestimmt. Das kann sein. Die 46, das ist doch mal was. Okay, die Stats sind schon ziemlich beeindruckend. Diese kleine Kröte ist echt stark. Die. Übertrank. Zack, hier drauf. Ja, das muss doch reichen. Kann ich mir für später aufsparen, weil. Bin ich hier richtig? Okay. Psychokinese. Oh. Und warum nicht, oder? Okay, ich gucke erstmal, was ich. Ja, es hat noch Kratzer. Ich kann die TMs hier verschwenden, ich will. Ich werde den Speicher dann. Speicherstand, denke ich, nachdem ich die Tor 4 besiegt habe, sowieso nie wieder öffnen. Ach, dann ist er nicht hier. Bin ich da gerade irgendwo runtergesprungen? Ja. Hä? Achso. Mensch. Ah, hier bin ich falsch. Das ist jetzt für Psychokinese gewesen. Ah, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich mir das Item vielleicht mit abholen. Bam, zack, 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 zack. Und Atomara. Mal sehen, was das dort ist. Top-Genesung. Da kann ich in der Top 4 noch gut gebrauchen, denke ich. Neuen Schutz aktivieren. Das finde ich in Schwarz. Ich habe Pokémon Schwarz und Weiß war das, glaube ich. Echt gute Neuerung. Ne, das ist, glaube ich, rund. Also, wenn ich dorthin gehe, dürfte ich nicht springen. Wenn ich das richtig deute. Komm, noch ein Volltreffer. Oder bitte
in das Verteidigungswesen. Mist. Brüller. Ah, scheiße, Brüller. Außer man hat selbst, alles cool. Diesmal nicht. Extra den Steuerkreuz gemacht. Okay, kann man nicht umgehen. Und die Sicherheit durch die Pokémon, die ganze Zeit brauchst du das Vertrauen deiner Pokémon. Keine Ahnung, warum ich gerade so geredet habe. Egal. Lipumentas. Lipumentas ist auch so ein Pokémon, das ich früher nie hatte. Ich habe ja erst mit Pokémon Diamant und Perl angefangen. Diamant und Perl angefangen. Das müsste ungefähr da gewesen sein, wo man, also noch davor, vielleicht so ein Jahr davor gewesen sein, wo Pokémon Platin rauskam. Da habe ich angefangen, Pokémon zu spielen. Pokémon Platin war schon echt eine gute Edition. Meine erste war zwar immer noch Pokémon Diamant, aber naja, weiter geht's. Hier runter, dann hier hoch. Schon wieder bloß für ein Item. Aber hier möchte ich hin, oder? Hier runter. Nee, da komme ich ja wieder da raus. da war ich schon. Es ist wirklich eine Stollrag, was mir begegnet. Dann kommt wieder Brüller. Ich habe AP verschwendet. Was ist das denn? Ich sehe jetzt erst, dass ich nur noch 3 AP habe. Also auf Lauchklinge. Habe ich gerade AP Top gefunden? AP Plus? Phineas, ich weiß, was wir da tun werden. Ja, das war unnötig. Aber vielleicht war es doch lustig. Es müsste jemand offiziell geben, der etwas bewertet, ob es lustig ist oder nicht. Oder es entscheidet einfach jeder selbst. Kann sich dann jeder selbst aussuchen. Ja. Ich laber wieder zu viel Scheiße. Dort fahre ich schon. Hier kann man runterspringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier geht's hoch. Ah. Warte mal, bin ich komplett falsch? Nein, da musste man schon lang. Da musste man schon lang, ich bin nicht komplett falsch. Nein, danke, Beutel. Schutz. AP Plus. Ja, okay. Ich habe das irgendwie gerade mit Elixier verwechselt. Also indirekt. Ich habe gedacht, es füllt wieder auf. Was wird das Goldrad? Ich gebe ja zu, dass ich underlevelt bin, aber das muss jetzt echt nicht sein. Wenn man Blitz sieht, denkt man, es ist eine Elektroattacke. So was ähnliches wie Donnerblitz. Ja, danke, die Paralyse ist auf meiner Seite. Aber reicht es aus? Reicht es aus? Komm schon. Yes. Ja, gut, warum gehe ich jetzt eigentlich zurück? Nee, ich gehe jetzt wieder hoch. Genau. Ach nein. Was hatte ich gerade vor? Ich wollte gerade nochmal da runterlaufen. Also geht's ja nicht mal lang. Anscheinend. Es ist wirklich schon zu lange her. Top Elixier, genau.
Aber nein, danke. Doch, Trank, wie bist du denn jetzt? Alle aufgebraucht oder wie? Was wird das? Ernsthaft jetzt? Ach nein, Hypertrank, was? Genau aus diesem Grund habe ich vorhin auch Top Trank eingesetzt. Ich einfach Hypertrank mit Top Trank verwechsel. Keine Ahnung warum. Das sieht gleich total ungewohnt aus, direkt auf so einem riesen Bildschirm wieder. Wenn man die ganze Zeit dieses Minifeld dort hatte. Der kämpft noch. Da besiege ich den noch schnell. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Verlieren ist keine Option. Wenn er das jetzt wirklich gesagt hat, dann Respekt an mich selbst. Ich gehe gleich nochmal raus, heilen. Ganz ehrlich. Und Level 43 müsste das sein. Slam. Was war das? Slam. Slam. Suki. Nee, danke. Slam. Okay, jetzt schaut's, jetzt wird's. Ja. Slimer, Typ Gift. Typ Gift kenne ich mich echt. Ah, doch. Aber. Stimmt, jetzt ist ja kein Knackleon mehr. Jetzt hat's bestimmt mehr drauf. Jetzt ist es ein Vibrava. Ist es ein Vibrava? Wenn ich jeden Versprecher rausschneiden würde. Dann würde ich ungefähr ein Zehntel des Spiels kommentieren. Ich würde jetzt gerne mal Sandgraber einsetzen. Zumindest treffen. Wenigstens treffen. Einigen wir uns darauf. Hey, ist Sandgrab wirklich so schlecht? Ja, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie Lehmschelle da drauf zu ballern. Ich möchte das Teil jetzt schnell besiegen. Jetzt geht dieser Part schon wieder 20 Minuten. Der erste Part ging übrigens auch 20 Minuten. Ich weiß nicht, in welchem Part ich das gesagt habe. Aber ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich meine Parts eigentlich 15 Minuten halten will. Aber irgendwie. Danke! Unmöglich, ich habe verloren! Das war's dann mit dem Part. Ich hoffe, es hat den Leuten, die das Video angeklickt haben und bis hierhin geschaut haben, gefallen. Der Rest ist mir egal. Also dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.